Ja, hallo und willkommen zurück auf Monte Cruz. Ich glaube, es ist mal wieder an der Zeit für einen Gartenrundgang, ein Gartenupdate sozusagen. Wir sind jetzt seit 4 Wochen ungefähr hier und ich wollte euch jetzt einfach mal zeigen, was sich jetzt in den 4 Wochen schon so getan hat, wie jetzt hier alles wächst und gedeiht und blüht und ja, was jetzt einfach so Neues dazugekommen ist. Wir haben schon wieder jede Menge gepflanzt und aufgeräumt, wir haben die Wildschweinschäden so grob entfernt. Und ja, dann zeige ich euch das einfach mal. Ich habe mir jetzt dafür hier mal so eine Glidecam gekauft, so eine Steadycam, die halt das Video ruhiger machen soll, weil immer wenn ich hier rumlaufe, dann wackelt das ja sehr stark. Ich bin mit dem Teil jetzt nicht so ganz zufrieden, ich bin irgendwie zu blöd, das richtig einzustellen. Und hoffe mal, dass es trotzdem irgendwie ruhiger wird, das Video, und entschuldige mich schon mal für definitiv auftretende Wackler. Ja, es ist halt außerdem sehr windig. Ich hoffe, ihr könnt verstehen, was ich sage. Aber windig ist die letzten Tage irgendwie immer und irgendwann wird es jetzt auch mal Zeit für das Video, weil sonst sind viele Sachen schon wieder abgeblüht. Und deswegen mache ich das heute mal. Genau. Ja, und dann geht's jetzt mal los. So. Also, fangen wir mal an. Ja, ich zeige jetzt hier nochmal die Hänge. Und da springt jetzt gerade Tosca rum und befreit die ganzen Pflanzen aus dem Dickicht, die wir da jetzt schon gepflanzt haben. Da gehe ich jetzt nicht extra hoch. Da stehen jetzt so Algarven und Nioka und Oleander und ja, so ein paar Sachen, die halt einfach von denen wir denken, dass sie jetzt wieder den heißen, trockenen Sommer überleben. Ja, die Lupinen, die wir gepflanzt hatten, die sind jetzt zum Großteil alle abgeblüht. Sind jetzt gerade in der Samenbildung, was uns auch sehr freut, dass sie sich einfach für nächstes Jahr ja alles selber aussamen. Ja, und ansonsten ist jetzt hier das Dickicht einfach immer höher geworden und es ist ja einfach immer noch schön am Blühen und Gedeihen und überall Bienen und überall summt's. Also das klappt schon mal alles wunderbar. Genau. Und jetzt fange ich einfach nochmal hier oben an, wo ich einfach immer anfange. Hier sieht man jetzt noch die Schäden von den Wildschweinen, die haben jetzt hier noch nicht so ganz entfernt. Wir möchten jetzt hier auch nichts Neues pflanzen, um einfach einer erneuten Attacke vorzubeugen. Und haben jetzt hier, die hatten ja auch die Steinkreise komplett auseinandergenommen, die habe ich jetzt wieder aufgebaut. Diesmal ein bisschen größer und ja, stabiler gemacht, dass die vielleicht standhalten. Man weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall sind die jetzt wieder da. Die Granatäpfel hier, die tun ihr Bestes und hier die Olive auch, die treibt und wächst. Ja, dann hier die Granatäpfel, der sieht auch super aus. Die sind jetzt alle schon wieder also setzen jetzt alle Blüten an, blühen bald und wenn wir dann im Oktober wiederkommen, November, dann gibt es wieder Granatäpfel zum Ernten. Genau. Ja, jetzt hier die Ecke, das war alles mal so schön bepflanzt, irgendwie, das haben sie halt alles rausgerissen und steht jetzt nicht mehr viel. Wir lassen es jetzt so. Sie hatten auch da die Mauer eingerissen, den hinteren Teil, den habe ich wieder aufgebaut. Und ja, ansonsten haben sie den Weg wieder gerade gemacht und Tosca hat sich dann hier wieder ausgetobt und hat hier einen neuen Kakteengarten angelegt. Hier war ja auch ziemlich zerwühlt und da hat es jetzt hier wieder für Ordnung gesorgt, hat neue Kakteen, die wir uns vorgezogen haben, rausgesetzt. Und die stehen jetzt hier und haben Spaß und wachsen. Ja, hier, da hat es mal eine kleine Hilfe bekommen. Der ist halt auch in so kurzer Zeit so extrem hoch geworden, dass wir schon Angst haben, dass er umkippt. Deswegen hat er jetzt mal eine kleine Stütze bekommen. Ja, und ansonsten dann jetzt hier überall nochmal so ein paar Steine hingelegt, Sand hingeschüttet und Kakteen gepflanzt. Ja, das sieht jetzt wieder richtig schön aus hier. Da gibt es wieder ein Bild. So, dann hier hatten wir eine Kapuzinerkresse, einfach mal so ein paar Samen geworfen. Da ist jetzt eine gekommen, der geht es hier super. Die wächst und gedeiht. Ja, dann hier nochmal der Blick aufs umliegende Blumenfeld. Es ist halt wirklich gerade eine herrliche Zeit. Frühjahr, alles blüht, der Lavendel blüht. Es duftet gut. Und ja, alles im grünen Bereich. Nein, jetzt gehe ich einfach mal lang. Da ist ein Yucca. Das, also wie gesagt, wir haben jetzt hier die Pflanzen, die wir schon so gepflanzt haben, mal ein bisschen frei gemacht, dass sie jetzt nicht so bewuchert werden.
und dass die jetzt einfach Platz haben zu wachsen. Und jetzt gehe ich einfach mal runter in den Garten. So, hier noch ein Oleander. Da haben wir 5 Stück gepflanzt im November. Die sehen alle super aus. Überall noch Alpha Robas dazwischen gemacht, die auch super wachsen. Hier sieht man es, ne? Also der ganze grüne Düngersamen, den wir ausgebracht haben, ist alles super gekommen. Hier versteckt sich jetzt eine Phönixpalme, die auch super wächst. Ja, auch hier mal die Korkeichen freigemacht. Und dann sieht man jetzt da haben wir im Herbst auch Schilf gepflanzt, der hier auch super austreibt, um hier einfach nochmal so ein, ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt hatte, so einen Windschutz zu erschaffen, der halt den Gartenbereich halt mal umschließen soll. Hier vorne wächst auch welches. Was halt einfach den Wind und die Kälte im Winter hier abhalten soll, in den Garten zu kommen, so dass man einfach noch tropischere Pflanzen anbauen kann. So, dann haben wir jetzt ja eigentlich nur im Gartenbereich mal so ein bisschen sauber gemacht. Also was heißt sauber gemacht? Das sieht jetzt alles immer noch sehr wüst aus bestimmt, aber wir haben jetzt ja mal die ganzen Pflanzen umgelegt und halt um die bestehenden Pflanzen freigemacht, dass die einfach Platz haben, und das stellt sich jetzt auch alles von alleine wieder auf. Das ist halt als Mulch gedacht, ja, also wenn das jetzt abtrocknet, legt sich das hin, bedeckt den Boden. Hier haben wir auch eine Orange gepflanzt, die treibt jetzt auch super aus, die hat den kalten Winter überlebt, hat auch auf jeden Fall Schäden, das hat man ja angesehen. Hier sind jetzt überall in den Röhrchen neue Pflanzen dazugekommen, die wir jetzt so gekauft haben. Was das jetzt genau ist, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Eigentlich kümmert sich Tosca die ganze Zeit um das Pflanzen der neuen, und ich war jetzt halt viel im Wohnwagen beschäftigt. Ja, und deshalb macht sie jetzt hier immer die Ordnung. Ja, das ist ja eine... Ja, keine Ahnung. Wie heißt die jetzt? Ja, und dann sind jetzt hier halt überall neue Pflanzen, die jetzt hier so vor sich hingedeihen und gerade wirklich Spaß haben am Wachsen. Super, ja. Super, ja. So. Okay. Kommen wir hier mal zu Toscas Lieblingspflanze. Der Rose, die wir auch im November gepflanzt haben. Hatten wir auch Angst, dass sie den Winter überlebt, aber hat es super gemacht. Hat eine Knospe ausgebildet und blüht jetzt halt herrlich. Die war halt am Anfang ganz gelb, die ist jetzt seit ungefähr 5 Tagen offen. Und hat jetzt halt so diesen, bekommt jetzt so diesen rot-pinken Ton hier. Mal sehen, wie sie sich noch verändert. Genau. Ja, auch hier überall. Osteospermum heißt die Pflanze im Lateinischen. Deutschen Namen kenne ich jetzt nicht. Dann hier Erdbeeren überall dazwischen, die auch super aussehen. Bilden auch schon Erdbeeren aus. Die hatten wir jetzt einfach mal probiert. Hier, wir hatten jetzt von dem Freund ziemlich viele bekommen. Haben die einfach mal ausgepflanzt, den geht es an super. Hier haben wir einen Meerrettich hingesetzt, den haben wir gar nicht gefunden, als wir angekommen sind vor einem Monat. Und jetzt innerhalb von einem Monat hat er diese riesen Blätter hier ausgebildet. Der wächst unglaublich schnell. Ja, und da können wir halt irgendwann mal Meerrettich ernten. Ja, da das Papyrus wächst auch super gut. Und jetzt ist halt unser Wassergraben auch komplett eingewachsen, was uns auch sehr freut. Das speichert halt einfach noch ein bisschen länger die Feuchtigkeit dann da drin. Die Sonne knallt nicht so direkt drauf. So, dann, wo gehen wir lang? Na, gehen wir hier lang. Ja, hier duftet es überall nach Minze. Die steht hier überall dazwischen. Hier eine Feige, der geht super. Daneben kommt eine große Sonnenblume auf. Dann hier Tränen des Herzens, hat jetzt erst geblüht. Wer die Pflanze kennt, hat eine wunderschöne Blüte. Sieht halt wirklich aus wie ein Herz, was weint. Genau. So, hier in den Röhrchen sind jetzt die Surinam-Kirschen drin. Ich zeig's euch mal. Oh Gott, erkennt man das? Naja, die sah jetzt auch ganz blöd aus über den Winter, und jetzt treibt die halt auch wieder herrlich aus. Das ist jetzt ja gerade so die Zeit, wo halt wirklich ziemlich viel austreibt. Hier auf der anderen Seite, dahin haben wir 2 Granatäpfelbäume, die haben wir im Dickicht erst gar nicht gefunden. Jetzt sind sie wieder aufgetaucht, gedeihen auch prächtig. Hier in dem Haufen ist
Maracuja mit drin. Die mickert noch so ein bisschen rum, lässt sich Zeit, aber sieht auch gut aus. Hier daneben haben wir beim Freimachen letztes Jahr eine Feige gefunden, die haben wir angebunden. Die wollen wir jetzt halt als Hochstamm ziehen und bisher funktioniert das ganz gut. Sieht wunderbar aus. Da hinten Wollmispeln gepflanzt, die sehen super aus. Also eigentlich gibt es sehr wenig, was wir nicht gefunden haben oder höchstens von Wildschweinen irgendwie attackiert wurde und dann halt verschlungen. Hier überall die Mittagsblumen, die haben jetzt alle herrlich geblüht oder setzen noch Blüten an, sind gerade dabei mit Blühen. Es ist gerade sind wirklich Farben überall. Und es ist der erste Anfang im Endeffekt. Ja, da steht der Maulbeerbaum. Dem geht's gut. So, dann hier überall die... sind wir uns nicht ganz sicher, was jetzt hier alles so genau ist. Wildbirne, Wildzwetschge, irgendwas Wildes auf jeden Fall. Stand hier halt schon lange vor unserer Zeit. So, dann hier nochmal so eine Surinam-Kirsche. Das ist jetzt eigentlich so das schönste Modell jetzt hier. Die geht halt übelst ab. Die will raus aus dem Röhrchen und gibt sich größte Mühe. Da eine Feige, die sieht auch gut aus. Ja, und es gibt so viel, was man dir zeigen möchte. Ich hoffe, ich vergesse jetzt nicht so viel. Da der Quittenstock macht auch, was er soll. Haben wir halt 5 Stück stehen lassen. Die treiben auch super. Von unten natürlich auch wieder alles voll. Das müssen wir noch zurückschneiden. Dann haben wir jetzt hier überall mal so Blümchen gepflanzt. Das sind halt jetzt einfach mal nur so Experimente. Weil... wir halt nicht denken unbedingt, dass sie den Sommer überleben. An sich ist hier noch ein sehr feuchter Platz. Da steht noch ein Mandelröschen. Ich hoffe, man sieht's. Und ja, einfach damit hier nochmal so ein bisschen Farbe reinkommt und mal sehen, vielleicht überlebt es ja. Ja, und hier halt überall Sonnenblumen. Hier ein Speckbaum. Und dann kann man jetzt hier schon sehen, wie halt der Wein überall wunderbar hier austreibt. Sich da hochschlängelt und ja genau, uns dabei hilft halt den Garten auch noch weiter zu umzäunen. Da oben steht er auch. Da oben sind jetzt auch noch so ein paar Sachen gepflanzt, wie Goji-Beere und sibirische Blaubeere. Die haben wir uns über einen deutschen Versandhandel schon in Deutschland bestellt und mit hergebracht. Konnten wir auch nicht widerstehen, da gab es ein riesiges Angebot. Wer wissen will wo, das kann ich nochmal in die Videobeschreibung schreiben. Gibt es auf jeden Fall ein reichhaltiges Angebot an exotischen und heimischen deutschen Pflanzen, die ja halt auch bis jetzt gut aussehen und wachsen. Genau, hier haben wir einen Granatapfel da im Busch. Ich denke, man sieht jetzt nicht so viel. Es ist halt alles noch sehr, wirkt sehr buschig, chaotisch. Aber das möchten wir genauso, dass das einfach den Boden bedeckt. Ja, wenn das jetzt zu warm wird, kippt das dann irgendwann um, bedeckt den Boden und schützt dann die Pflanzen, die wir halt gepflanzt haben. So wie hier zum Beispiel eine Limette war das, glaube ich. Ich weiß, wir müssen mal anfangen, irgendwie Schilder an die Pflanzen zu machen. Man kann die irgendwann nicht mehr auseinanderhalten. Da an dem Röhrchen steht auch noch ein schöner Baum, hatte ich auch schon mal gezeigt. Der treibt auch wunderbar aus. Der mag keinen Frost, hat den Winter überlebt. Hier haben wir eine Aprikose gepflanzt, jetzt erst vor 3 Wochen, glaube ich. Der geht es ja auch super. Wächst. Ja, dann Pfirsich. Auch schon seit November hier, treibt auch wunderbar. Dann jetzt hier auf der anderen Seite auch nochmal, sieht man schön, wie der Wein hier überall treibt. Das freut mich sehr. Also wir hatten extra die Routen bestehen gelassen, damit er das halt wieder macht. Und das tut er. Ja, da in der Mitte vom Ganzen steht auch noch ein Blattpfirsich, ist das, glaube ich. Der ist gerade von der Kräuselkrankheit befallen. Deswegen sieht er gerade so ein bisschen traurig aus. Ich gehe mal ein Stück näher ran. Ja, das werden viele kennen. Einfach so eine Krankheit, die Blätter hier einfach furchtbar aussehen lässt. Was dem Baum jetzt aber an sich nichts tun sollte, das haben auch viele Pfirsiche um die Zeit und ja, das meistens hat das dann was mit der Fruchtausbildung, dass es dann halt ein bisschen stagniert und man hat einfach nicht so viele Früchte bekommt. Aber wir haben die Früchte jetzt sowieso abgemacht, damit er einfach seine ganze Kraft in das Wachstum jetzt erstmal steckt. So. So, hier der Wein. Überall, der ist jetzt auch so extrem gewachsen in den 4 Wochen, seitdem wir hier sind. Als wir angekommen sind, hat er gerade angefangen auszutreiben. Und jetzt mittlerweile muss man schon fast hier einen Zaun hinstellen oder hat irgendeinen Spalier, wo er sich hochrangen kann. Ja, da in der Mitte ist jetzt, glaube ich, noch eine Blutorange. Die sieht auch gut aus.
Und hier auch schon seit November da. Auch nochmal Zitrone war das, glaube ich. Treibt halt auch herrlich aus. Ja, und ansonsten ist das jetzt hier so das Sonnenblumenfeld, wie man sieht. Ist halt von dem grünen Dünger aufgegangene Sonnenblumen. Ist halt so eine kleine Sorte. Aber ist eigentlich ganz niedlich. Okay. Ja, was haben wir noch? Hier der Lorbeer auch, der richtig Lust hat zu wachsen. Genau. Ja, und jetzt da der Wassergraben, der hat immer noch gut gefüllt ist. Und da haben wir Kanne an der Seite gepflanzt. Oh Gott, komme ich da jetzt hin? Oh, das ist wirklich windig heute. Ja, hier die Kanne, die hier auch super aussieht. Und leider immer noch nicht. Ich zeig's mal. Oh Gott. Ja, hier traurig die Banane. Ich weiß nicht, sie steht an sich noch im Saft, hat noch, ist an sich noch Leben drin, aber treibt einfach nicht aus. Mal sehen, wir lassen sie stehen. Vielleicht kommt es. Vielleicht kommt es ja nochmal. So, und jetzt gehe ich mal in die Richtung zum Bohnenspalier, wo wir halt eine, wie heißt sie gleich, ein Geißblatt gepflanzt haben. Das sieht auch super aus, das soll sich schon mal hochranken. Auch wieder Windschutz sein. Und dann gehe ich immer zu dem Gewächshaus, was ich hier so temporär hingestellt habe. Genau, hier haben wir einfach noch mal so ein paar Sachen ausprobiert. Jetzt hier die Kapuzinerkresse, die gedeiht hier wunderbar. Sprießt und auch andere Sachen. Ich lese das jetzt nicht alles vor. Auf jeden Fall geht es allen gut. Oder die, die halt treiben, die sehen gut aus. Und ja, das ist einmal so ein Experiment, die werden wir jetzt über den Sommer halt auch dann raussetzen, egal wie groß sie sind. Und dann mal schauen, was sie machen. Da ist jetzt auch eine schwarze Kapuzinerkresse dabei, die sieht auch wunderbar aus. Hier ist jetzt noch so ein Pfirsichbaum, war es glaube ich, der jetzt auch endlich austreibt. Von dem haben wir schon gedacht, er ist tot. Aber er macht jetzt, er kommt, er lebt. Ja, hier haben wir mal so ein kleines Spaßbeet praktisch angelegt. Weil, also da sind jetzt Tomaten drin, die können wir nicht mehr ernten in der Zeit, in der wir da sind. Aber da ist halt auch Salat und Möhren drin. Da können wir vielleicht noch mal einige essen. Und aber auch denen geht es allen super. Ist halt wirklich ein guter Boden. Wir haben wirklich großes Glück, dass der schon immer bearbeitet wurde, der Boden. Und ja, für uns sehr zum Vorteil. Ja, hier der Mandelbaum. Ein Prachtexemplar, der macht hier wirklich los. Die eine Mandel wird auch immer dicker. Ja, hier hinten ist jetzt nicht so viel passiert. Wir sind jetzt halt auch wirklich gerade noch sehr im Wohnwagenbau gewesen die ganze Zeit. An sich hatten wir hier viel mehr geplant, aber dann halt auch durch die Wildschweine einen Dämpfer bekommen. Und hier sieht man es noch, hier waren sie halt auch schon. Ich habe jetzt ja bloß mal gemäht und das freigemacht. Da steht jetzt noch ein Gummibaum, den haben wir da hingesetzt. Wir hoffen mal, der fühlt sich da wohl und überlebt den Sommer. Aber bisher, seitdem er hier steht, hat er auf jeden Fall schon ein ganzes Blatt getrieben und ja, scheint es bisher auch gut zu gefallen. Okay, ja, unsere ganzen Olivenbäume sehen auch super aus. Letztes Jahr halt alle verschnitten und ja, dieses Jahr treiben sie alle wunderbar aus. Hier der Metronio, den wir halt auch so geschnitten haben, sieht auch wunderbar aus. Genau, gehe ich nochmal zum Brunnen. Die sind jetzt ja auch von dem Versand aus Deutschland. Habe ich mir mal 7 Bananen bestellt. Die kommen jetzt noch raus demnächst. Die treiben auch alle. Sieht man sich schon, wie sich überall die neuen Blätter rausrollen. Wunderbar. Das sind jetzt verschiedene Sorten. Die sind angeblich frosthart. Müssen wir mal sehen, ob das wirklich stimmt. Und wenn ja, dann können wir bald Bananen ernten. Ja, hier die Ringelblumen, die wir schon in den letzten Jahren haben. Die haben sich jetzt schon riesige Teile geworden. Eine Fuchsie hier, Erdbeeren überall dazwischen. Ja, dann hat auch die Mispelbäume mit den Wollmispeln dran, das sieht man jetzt hier überall.
Die hängen wirklich voll. Einige sind auch schon gelb und fast reif. Können wir jetzt bald ernten. Wunderbar. Alles da hängt voll. Genau. Dann gehen wir hier nochmal durch zum Brunnen. Was haben wir hier? Ja, hier sind jetzt ein paar Robinien-Stecklinge. Die hat alle wunderbar austreiben, auch aus Deutschland mitgebracht. Oleander, Pappel. Die bleiben jetzt halt noch ein Jahr im Topf und kommen damit raus auf unsere Hänge. Muss er dann hoffentlich auch so gut weiter wachsen wie hier. Ja, genau, im Hochbeetgarten ist nach wie vor nichts passiert. Wir haben einfach keine Zeit. Das steht aber auch noch auf dem Plan, ist in der Zeit, in der wir hier sind, den noch schick zu machen, Erde auf die Hochbeete zu bringen, dass die halt bepflanzt werden können. Müssen wir auch schaffen, damit die Pflanzen aus dem Gewächshaus hier dann hin können. Genau. Ja, wie ihr seht, es sieht eigentlich alles super aus. Es wirkt alles wild, aber so ist es halt, wie wir das wollen. Permakultur, immer und überall Pflanzen, alles bedeckt halten. Und dass sich die Pflanzen praktisch gegenseitig schützen. Da müssen jetzt auch noch viele Duftpflanzen dazwischen oder Pflanzen, die halt auch so Tiere abwehren, sowas wie Knoblauch oder Kapuzinerkresse oder Lavendel vor allen Dingen, der halt eventuelle Fressfeinde von anderen Pflanzen fernhält. Genau. Ja, was könnte man noch zeigen? Ja, und das reicht jetzt, glaube ich, erstmal. Also es gibt halt einfach noch so viel mehr Sachen, die jetzt halt irgendwo im Gebüsch lauern oder so, aber ich gehe jetzt nicht überall hin, das wäre jetzt zu, das sprengt dann den Rahmen. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Also ich gehe auf jeden Fall nochmal jetzt in dem Monat, kurz bevor wir fahren, gehe ich nochmal alles ab, zeige euch das nochmal. Aber ich denke, ihr habt jetzt auch die Veränderung so ungefähr sehen können. Und ja, dann bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuschauen.